Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei Let's Play Stardew Valley. Wir haben, wie ihr seht, ein bisschen umgemodelt, für die beim letzten Mal nicht dabei waren. Und wir haben jetzt zwei Öfen, die wir natürlich auch fleißigst nutzen. So. Hauen wir das mal wieder weg. Erstmal gießen. Würde ich sagen, oder? Macht ja Sinn. So, erstmal Post rausholen. Kopfgeburt, das ist so peinlich. Ich habe meine violetten Glücksshorts verloren. Ich sage dir das, weil ich dir vertrauen kann. Wenn du sie findest, bringen sie mir unauffällig zurück. Ich zahle gut. Danke, Bürgermeister Louis. Ja, dann suchen wir mal seinen Schlüppi. Bin gespannt, wo wir ihn finden werden, wenn wir ihn denn finden werden. Aber erst einmal Arbeit, Arbeit. Denn unsere Pflanzen dürfen trotz des Schlüppis nicht zu kurz kommen. Ja, unser Geld sieht leider gar nicht mehr so rosig aus, also unser Konto. Aber wie ihr seht, haben wir auch sehr viele Pflanzen. Deswegen hat das schon alles seine Richtigkeit. Also nicht, dass, falls ihr jetzt die letzte Folge nicht gesehen habt, nicht, dass ihr euch wundert, warum jetzt auf einmal so wenig Geld auf dem Konto ist. Ihr seht ja auch, wir haben sehr viel gepflanzt und wir haben natürlich auch viel gedüngt. Womit ich jetzt nicht sagen wollte, dass ich meine Notdurft auf dem Feld verrichtet habe, sondern einfach nur der ganz normale Harzerdünger. Was haben wir denn dichten Gestrüpp? Da sieht man auch relativ schlecht, wenn was schon gegossen ist, aber gut. Das ist dann halt so. Und schon wieder kein Wasser mehr, mein Gott. Ach, da unten habe ich ja noch was vergessen. Stimmt, die gemischte Saat. So, ja, hätte ich auch gleich machen können, aber egal. Eins nach dem anderen. Erstmal in Ruhe alles gießen. Dann würde ich sagen, sollten wir heute vielleicht mal wieder... Wobei, Moment, wir gucken gleich erstmal, was unser Wahrsager sagt. Dann schauen wir, ob wir in die Mine gehen oder nicht. Moment. Habe ich das jetzt gar nicht gegossen dahinter oder was? Ah, geht doch. Okay. Dann bin ich beruhigt. Ich dachte schon hier mit der Scheuche da im Weg wird halt nichts. Aber da haben wir ja nochmal Glück gehabt, ne? Ach, stimmt. Moment, ich glaube, ich kann gar nicht in die Mine. Ich habe ja meine Spitzhacke, glaube ich, weggegeben. Gut, dann schauen wir, wie wir anderweitig den Tag rumkriegen. Wahrscheinlich mit Holzhacken. Könnten auch mal vielleicht über eine Hofverbesserung nachdenken. Auch wenn es dafür noch das nötige Kleingeld fehlt, aber das werden wir ja früher oder später hoffentlich reinkriegen. So, zack, gleich durch. Wobei, ich glaube, ich habe hier oben die Hopfenreben noch nicht gegossen. Mal schauen. Ja, stimmt, ich habe die tatsächlich vergessen. Schande über mich und meine Nachkommen. So, ach Gott, das geht so schnell mit dem Kupfer, das ist herrlich. Hauen wir doch mal direkt 9 rein. Zack. Und wäsch mit euch. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Stadt und streifen mal ein bisschen durch die Lande. Und schauen mal, wir können ja auch ein bisschen angeln. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so verkehrt, wenn wir unseren Fischskill ein bisschen pushen. Och, du hast ja noch gar kein Wasser, mein kleiner Salem. Ja, ich hab dich auch ganz doll lieb. So, da ist noch nichts drin, aber da sehe ich gerade ein taubes Nüsschen, das ich sehr gerne hätte. Pöck, dankeschön. So. Dann gucken wir mal, ob wir hier auf dem Weg vielleicht noch was zum Einsammeln finden. Ach, guck an, ein Träubchen. Ach stimmt, ich glaube, das ist... Ah, sehr gut. Ich glaube nämlich, das brauchen wir auch für das Gemeindezentrum, oder? Ich meine, da brauchen wir eine Traube. Umso geiler, dass wir eine Güldene dabei haben. Oh, man kann jetzt hier lang. Was ist denn da? Eisenbahn, cool. Das war nämlich vorher zu die ganze Zeit. Wollen wir nochmal, komm, wisst ihr was? Wenn wir schon mal den Weg offen haben, dann schauen wir da einfach mal kurz. Okay. Ah, ein Spark. Weiblich, männlich. Gut, dann gehen wir da rein. Hm, hier können wir pumpen gehen, wir Lappen. Sehr schön. Was haben wir hier? Du bist zu schwach, um es aufzuheben. Okay. Heißt es gäbe etwas, was ich aufheben könnte?
Dieser Spind riecht schrecklich. Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Du versuchst angezogen zu duschen? Ja, hol doch. Huhu, Badehose. Hui. Können wir jetzt planschen gehen? Huhu. Ah, ist das entspannt. Schön ein bisschen planschen. Was haben wir da unten? Schade, dass keiner da ist. Sonst können wir ganz da spritzen. Hihihi. Spaß beiseite. Wir sollten jetzt auch nicht zu viel Zeit hier vertrödeln. Wir können lieber die Zeit nutzen, nochmal mit dem einen oder anderen Einwohner zu reden. Da... Wo geht's hier lang? Zu Damenumkleid oder... Da ist die Frauenumkleide. Du kannst da nicht rein. Ach so, ja gut, okay. Dann gehen wir ganz geschmeidig entspannt wieder zurück in die Herrenumkleide. Und ziehen uns mal wieder was Vernünftiges an. So. Aber auf dem Schild stand doch Eisenbahn. Ich meine, müssen wir da noch ein bisschen weiter vielleicht? Schauen wir einfach mal. Ja, da sind ein paar Gleise. Kann man jetzt hier mit dem Zug fahren, oder? Passiert hier überhaupt was? Eine leere Box, ja, schön. Geil. Na nun, was ist das denn? Fragezeichen, okay. Mysteriös. Ein Fall für das Galileo Mystery Team. Ah, Moment, komm, wenn... Ich wollte gerade sagen, da steckt auch mit Sicherheit was im Boden hier. Zack. Mehr Lehm. Ja, leider nur Lehm, aber ich glaube, den sollte ich auch nicht unterschätzen. Der wird wahrscheinlich fürs Bauen, später für den Hofausbau, mehr als nur wichtig sein. Deswegen sollten wir da jetzt nicht einfach wahllos immer den ganzen Lehm wegschmeißen. Ach, grüß dich mal, Ruhe. Komm, schnacken wir doch mal mit dir, wenn wir dich hier schon sehen. Und den mit dem Linus gleich auch. Genießt du die Jahreszeit? Jupp. Sommer ist schön. Ach, wir können nochmal mit dir reden. Schön, dann machen wir das. Dieses Jahr ist es so warm. Ja, es ist ja auch Sommer. So, Linus, was gibt's? Ich kenne dich nicht gut genug, um dir zu vertrauen. Tut mir leid. Komm, dann schenken wir dir mal was zu essen. Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Ja, dass Linus sich über was zu essen freut, das ist ja gut, mehr oder weniger offensichtlich. Nach der Nummer, wo wir ihn dann nachts erwischt haben. So, was kann ich für dich tun? Hofgebäude errichten. Wir schauen mal. Der Hühnerstall, den müssen wir sowieso bauen. Der kostet allerdings noch zu viel Gold. Außerdem sollten wir ja erst das Silo bauen. Okay, da hätten wir theoretisch das Material für zusammen. Bis auf beim Leben, da weiß ich gerade nicht. Stimmt, dann lass uns doch schon mal das Silo in Angriff nehmen. Dann gehe ich gleich mal... Also erstmal hier unten noch durch die Stadt. Ja, wobei heute schaffe ich sowieso nicht mehr. Weil die wird gleich zu haben. Bis ich einmal zurückgegangen bin und wieder da bin. So, da ist soweit nichts. Ah, da sehe ich noch was. Eine weitere Edelwicke. Sehr schön. So, und wir gucken mal, wo wir RT abgeben. Ich weiß gerade nicht, ob es hier oben war. Handwerker. Nein. Nope. Nope. Habe ich das schon? Nee, ne? Also ich bin mir relativ sicher, dass wir noch irgendwo was dazu abgeben müssen. Da, Sommer, perfekt. Und dann sind wir damit fertig. Und ein weiteres Bündel komplett. Wunderbar. Was haben wir? Ja, geil. 30 Sommersaat. Coole Sache. Sehr schön. Die ziehen wir uns gerne rein. Die bringen das dann wieder in ihre Drogenhülle und wir haben einen weiteren Raum freigeschaltet. Ah, doch kein Raum, aber immerhin ein schwarzes Brett. Sehr schön. Gucken wir doch mal, was wir da alles machen können. Ne? So, Koch. Ahornsirup, Mohn, Maki-Rolle, Straußfarn, Trüffel, Spiegelei. Oh je, das ist einiges. Futter, Heu, Weizen, Äpfel. Ja gut, okay, das lässt sich, glaube ich, relativ leicht bewerkstelligen. Verzauberer, Eichenharz, Wein, Hasenfote und Granatapfel. Okay, okay, okay. Feldforschung, violetter Pilz, Nautilusmuschel,
Kaulbarsch. Gefrorene Geode, Mist. Die Geode habe ich leider alle zerstören. Die Geoden habe ich leider alle zerstören lassen. So, Färbemittel. Roter Pilz, Entenfeder, Aquamarin, Seeigel, Sonnenblume und Rotkohl. Ja, da bin ich mal gespannt, wo wir die Sachen alle herkriegen. Wüsste ich gerade aus dem Stehgreifen nicht. Aber ist ja insofern auch nicht so kritisch. So, wir schnacken mal mit euch. Du baust vermutlich eine Menge interessanter Pflanzen auf deinem Hof an, nicht? Worauf willst du hinaus? Vielleicht schaue ich mal vorbei und werfe einen Blick darauf. Willst du mir sagen, dass du mir unterstellst, dass ich Drogen anbaue? Ja? Ich habe dich nicht gehört. Ich denke gerade über etwas anderes nach. Aha, ja, ich höre auch immer ganz schlecht, wenn ich denke. Hallo, hast du auf deinem Hof alles, was du brauchst? Ja, danke der Nachfrage. Falls nicht, können wir dir vielleicht aushelfen. Ja, das weiß ich doch. Ihr seid doch meine Local Dealer, die ich sehr gerne supporte. Von daher, ach, guck an, der Doktor. Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest. Ja, läuft. Und denk dran, dir danach die Hände zu waschen. Ja, auch das weiß ich wohl. Kein Ding. Ach, guck an, Omi-Leinchen. Evelyn, der gute Bürgermeister hat mich für die städtischen öffentlichen Gärten verantwortlich gemacht. Ich habe monatelang an den Blumenbeeten gearbeitet. Bitte tritt nicht in sie rein. Keine Sorge, Marschnett. So, Alex. Hey, Bauerntyp, ich habe eine Frage für dich. Denkst du, ich werde je ein Profi? Es ist dein Schicksal, eine Sportlegende zu werden? Vielleicht, wenn du viel trainierst? Nein, du wirst vermutlich scheitern und ein Verkäufer werden. Na, ich würde sagen, wenn du viel trainierst. Ja, nun, ich bin so gut, dass ich nicht so viel trainieren muss. Okay, gut, schade, war nicht die Antwort, die ihr hören wollte, hätte ich mir fast denken können. Einen Bauernhof im Ort zu haben, ist gut für unser Städtchen. Jo, das stimmt wohl. Ach, guck an, der Schlüppi-Vergesser. Die Mondlichtquallen werden bald hier sein. Sie sind eine meiner Lieblingsattraktionen hier im Tal. Aha, cool. Ich will nach Käfern suchen, aber Mama wird böse, wenn ich mich schmutzig mache. Was soll ich nur tun? Die Traben hören nicht auf. Punkt. Hallo, Penny. Wir haben hier keine Schule, aber ich gebe alles, um Vincent und Jas ordentlich zu erziehen. Das ist doch mal vorbildlich. So, gucken wir mal, ob Jody da ist. Dann können wir mit der nochmal schnacken. Nein, die ist nicht da. Okay. Gut, dann ist das so. Ich könnte aber tatsächlich auch mal so langsam zurückgehen, weil wir haben ja noch hier ein bisschen Sommersaat bekommen. Ach, guck an. Gute Mani, du kannst eine Sense benutzen, um aus Gras Futter zu machen. Jo, ach komm. Schnacken wir mit dir auch nochmal schnell ein. Ach, stell dich mit und. So. Hi, du nimmst dir den Tag frei? Naja, nicht wirklich. Ich habe nur schon gearbeitet. Klingt interessant. Woher weiß er denn, was ich gesagt habe? Egal. So, aha. Der gute Elliot. Was macht der denn hier? Es muss erfüllend sein, den Pflanzen von der Saat bis zur Ernte folgen zu können. Ja, ein wenig. Es ist, als würdest du deine Essenz in die Frucht legen. Ja, finde ich ein bisschen übertrieben, aber gut, wenn du das so siehst und damit glücklich bist, dann ist das natürlich in Ordnung. Hoffe ich, dass ich da darüber urteile, wie du denkst. Hui, Leben! So, ich habe jetzt leider mir nicht gemerkt, was genau ich brauche für das Silo. Oh Mann. Ich müsste hier dringend mal aufräumen. Ah, ich habe keine Spitzhacke. Ich vergaß. Zack. Zack. Schwing. So. Boah, das wird so gut, wenn ich dann endlich mal das Silo habe und ich mich dann hier rantraue und das auch wirklich wegmache. So, 30 Stück haben wir. 10 passen in einer Reihe. Heißt, es würde sich ja durchaus anbieten. Sekunde mal. Ich muss ja immer hier ein bisschen umdisponieren. Muss ich leider hier ausnahmsweise mal ein bisschen was wegmachen. Ach, ein Frosch. So, wir machen das hier unten. Aber wir brauchen natürlich ein Feld mehr, weil wir ja hier noch die Sommersaat haben. Würde ich sagen, nutzen wir dann einfach die Lücke, die haben wir ja sowieso. Zack. Ja,
der Tag, der geht schon zur Neige so langsam. Moment, haben wir noch genug, um Dünger herzustellen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich schau mal schnell. Ah, nee, 10 Harz, das wird nichts. Okay, gut, dann wisst ihr was, dann lassen wir das komplette Feld einfach mal ungedüngt. Falls wir kurzfristig noch Harz für was anderes brauchen. So, alles schön aussehen. So, jetzt müssen wir den ganzen Kladderadatsch natürlich auch gießen. Bleibt uns ja leider nicht erspart. Ach, wie schön friedlich. So das Plätschern in der Nacht. Wie als ob man nachts mal eben auf Toilette geht. So. Gleich haben wir's. Hoffentlich reicht unsere Kraft noch, ohne dass wir was mampfen müssen. Fände ich so kurz vor Tagesende irgendwie sinnlos und ärgerlich. Aber ich bin mal einigermaßen optimistisch. 15 Jahre, das sollte reichen. Jo! Sehr schön. Na dann, das Bubu machen haben wir uns redlich verdient. Wir sammeln aber eben noch schnell hier unsere Erzeugnisse ein und packen uns genug Material ein. Ich hoffe, dass es genug ist. Wenn nicht, dann müssen wir noch zwischendurch ein bisschen Holz schlagen. Schauen wir mal. So, die Kupferbarren nehme ich auch mit, weil da weiß ich jetzt gerade nicht, wie viel ich davon brauche. So, über Nacht nochmal, damit dem kleinen Salem auch nicht kalt wird. So, gute Nacht, kleiner Salem. Und gute Nacht alle. Bling. So, frisch auf, der Tag bricht an. So, wie schaut's denn hier aus? Ah, es wächst und gedeiht. Das ist schön. Warum ist das denn jetzt so schnell gewachsen? Na gut, man will ja nicht meckern, ne? So, fangen wir erstmal mit dem obligatorischen Gießen an. Ja, das war jetzt einmal zu viel. Dum, 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 dum. Ich bin gespannt, wie lange das mit der Spitzhacke noch dauert. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob wir da zum Laden hingehen müssen oder ob wir die quasi zugeschickt bekommen oder wie das genau da abläuft. Ich würde sagen, wir sollten vielleicht einfach mal bei Gelegenheit vorbeischauen. Und gucken, vielleicht hat er sie ja tatsächlich schon fertig und wir haben Glück. Schauen wir dann mal. Aber erstmal Arbeit, Arbeit. So, eins nach dem anderen schön gießen. Zack, 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 zack. Mir ist aufgefallen, ich habe ja beim letzten Mal diese Kiste dahingestellt, aber noch gar nicht genutzt. Das ist nämlich meine Verkaufskiste, wo ich meine ganzen Sachen hinpacke, die ich wahrscheinlich verkaufen werde. Also beziehungsweise vielleicht, ich wollte die erstmal reinpacken, weil ich ja nicht weiß, ob ich vielleicht irgendwas Neues finde, was ich dann für das Gemeindezentrum brauche. Und so habe ich dann immer noch ein bisschen Bedenkzeit. Und ich habe halt die Sachen, die ich so oder so verkaufen will, dann entsprechend in einer separaten Kiste, sodass ich da genug Platz in meinen anderen Kisten für Werkzeuge habe, die ich halt so brauche. So. Und weil wir hier oben sind, kriegt unser kleiner Racker schon mal ein bisschen Wasser. Und ein bisschen Liebe. Oh, das ist so süß, wenn der miaut. So, diesmal hat es auch ein bisschen einfacher geklappt mit dem Gießen hinter der Vogelscheuche. So, und ich sehe gerade ein Stückchen gepflügte Erde ist hier verschwunden. Das heißt, wir könnten da theoretisch schon einen weiteren Holzweg reinmachen. So, wir machen schon mal voll hier. Zack, zack. So, damit ihr auch gut hydriert seid, ihr Lieben. Übrigens, wo wir gerade schon beim Thema Landwirtschaft sind, ich habe in letzter Zeit den Landwirtschaftssimulator für mich entdeckt. Da spiele ich mit El Capone ganz gerne zusammen. Hättet ihr mal Bock, dass wir da, also, dass ich da einen kleinen Stream zu machen? Also, ich weiß jetzt nicht, ob das, ich frage euch einfach mal, ob das ein Spiel ist, was euch gefällt. Wir machen aktuell noch mit relativ wenig Mods, aber das kann sich ja schnell ändern, auch wenn ihr, wenn wir das dann streamen und ihr sagt dann, hey, ich habe da eine gute Mod-Idee für dich, nimm doch mal den und den Mod, ne? Also erstmal will ich euer Feedback hören, ob ihr da grundsätzlich Interesse daran hättet. Weil wenn ja, dann, ich hätte mir sowieso überlegt, mal ab und zu ein bisschen was zu streamen.
Und dann könnten wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, nicht wahr? So, dann würde ich sagen, gehen wir doch erstmal zu Robin und schauen mal, ob wir nicht ein bisschen was Silo-Technisches gebaut bekommen. Ich habe jetzt gerade nicht alle Ressourcen im Hinterkopf, also ich weiß jetzt nicht, ob das vom Holz her reicht, was wir so haben. Wenn nicht, dann müssen wir unterwegs noch ein bisschen Holz schlagen. Aber schauen wir erstmal, vielleicht reicht's ja. Frage wäre halt auch, wo wir das Silo dann letzten Endes hinstellen. Ich weiß gerade gar nicht, ob das feste Orte gibt oder ob man da irgendwie Einfluss drauf hat, wo überhaupt Gebäude aufgestellt werden. Ach du Schreck, ich habe gestern gar nicht aufs... Ah, verdammt, ich habe gestern gar nicht auf die Tafel geguckt. Was stimmt denn nicht mit mir? Das ist nur, weil ich nicht hier rum reingegangen bin. Nicht, dass ich jetzt einen Geburtstag verpasst habe. Nein, aber heute ist Jas Geburtstag. Okay, da gucken wir mal, was sie kriegt. Heute hängt ihr nichts aus, gut. Ach, das ist Sebastian. Ich will definitiv nicht schwimmen gehen, falls du das fragen willst. Oh, du wolltest vorbeischauen, um Hallo zu sagen? Tut mir leid. Was ist denn mit dem? Denkt er, wir wollen ihn anlachen oder hat er einfach keinen Bock auf Schwimmen? Wenn ich wüsste, wie man ein Schwert benutzt, würde ich diese Höhlen am Bergsee erkunden. In ihnen ist es vermutlich angenehm kühl. Aha. Ja, wenn das doch kein Grund ist, in eine Höhle zu kriechen. Ja, ist schon kühl. Dann weiß ich auch nicht, lieben. Ach, Demetrios, grüß dich. Wie läuft das so mit den bäuerlichen Geschäften? Es ist Tomatenzeit, nicht? Ja, unter anderem. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich friedlich ist, den ganzen Tag draußen mit Pflanzen zu verbringen. Ja, vor allem die geben keine Widerworte, die stimmen einem immer zu, ne? Die widersprechen einem nicht. Das ist von daher sehr angenehm. So. Show me what you got, lady. Ah, der Lehm fehlt uns. Ich habe den Lehm vergessen. Verdammt nochmal. Ah, komm. Wir nehmen eben schnell mal den Weg zurück. Leider liegt hier nichts. Zumindest habe ich jetzt gerade nichts gesehen. Okay, ich habe hier gerade unten drauf geguckt. Vielleicht gucken wir auf dem Rückweg nochmal zur Sicherheit. Nicht, dass wir da was übersehen haben, was wir uns reinziehen könnten. So, hier hätte ich, glaube ich, ganz gerne das Silo stehen. Deswegen mache ich hier mal eben alles weg. So, ich hoffe, ich habe überhaupt noch 5 Lehm auf Tasche. Ja, sehr schön. Perfekt. Dann können wir endlich mal ein bisschen klar Schiff machen auf dem Hof. Und je nachdem, wie lange das Gebäude braucht, bis es fertig ist. Ich weiß jetzt, ich gehe mal davon aus, dass es eine gewisse Bauzeit hat. Wissen tue ich es nicht, aber ich kann es mir zumindest gut vorstellen. So. Lou? Oh, ja, tut mir leid. Wer ist Lou? Ach, der Lou ist wahrscheinlich der Bürgermeister. Was wolltest du denn von dem, Schätzelein? So, zack, das einmal bitte bauen. So, wo soll's hin? Wollen wir das hier mit... Nee. Ich glaube, ich finde das hier hinten stylisch. Ja, machen wir da. Schwing, Baustelle. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Silo zu arbeiten. Ah, da freut sie sich aber. Schön. Ach, Holz kann man hier auch kaufen. Cool. Hm, 398 würde das bringen. Aber... Nee. Ach cool, ein Kalender für zu Hause. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber gut. Ist nicht jetzt Problem, ist später Problem. So, dann gucken wir doch mal, ob wir der guten Jas nicht ein kleines Blümelein schenken. Vielleicht freut sie sich ja darüber. Ich hoffe mal. Wir haben viel Glück, in einer kleinen Stadt wie der unseren eine Bibliothek zu haben. Ja, das stimmt wohl. Wenn du dich in einem Buch verlierst, vergisst du schnell die Realität. Ja, und du stehst... Ach, wir können noch mal mit dir schnacken. Vielleicht lese ich deswegen so gerne. Was ist denn an der Realität so schlimm? Entschuldige, meine Gedanken sind etwas abgeschweift. Ach komm, mal zur Aufmunterung eine kleine Blume. Danke dir, das sieht speziell aus. Okay, was heißt denn speziell bitte? Dass das scheiße aussieht oder was willst du mir damit sagen, Schätzelein? Na gut. Na, was geht, Bürgermeister? In der K-
Kneipe ist nachts manchmal ziemlich viel los. Ich mag es, mindestens einmal in der Woche vorbeizuschauen, um auf den neuesten Stand zu kommen und um Gas authentische Spaghetti zu kosten. Aha. Haben die mal alle mit seinen Spaghetti? Ich meine, scheinen ja echt gut zu sein. So, die Damen, guten Tag. Vielleicht hole ich etwas aus der Kneipe zum Mitnehmen. Aha. Die Hausarbeit ist frustrierend, weil du nie fertig bist. Nachdem ich den Boden gefegt habe, ist er einen Tag später wieder schmutzig. Tja, das kann ich gut nachempfinden, deswegen bin ich auch kein großer Freund von Hausarbeit. Ich werde heute Kekse backen. Ich nenne sie Kokosnusswunder in der Form von kleinen Palmen. Hehe, oh, da freut sich Omi. Nein. Vielleicht verrate ich dir eines Tages das Rezept. Ja, komm dann. Ach du meine Güte, das sieht wundervoll aus. Das ist sehr lieb von dir. Ja, komm, dann machen wir uns doch mal direkt beliebt bei Omi. Nein. Vielleicht verrät sie uns dann ja auch das Rezept. Hm? So, wir schauen mal, ob Yas hier rumgurkt. Die wird wahrscheinlich in der Bibliothek sein oder so. Ich will mal gucken, denn nur weil sie kleiner ist, heißt es das nicht, dass ich mich nicht gerne bei ihr einschleimen würde. Und da hilft mir am besten ein Geschenk. So, mal schauen, wo wir die kleine Dame finden. Ah, cool, Eis. Hm, 250 Goldstücke für ein Eis, Alter. Wenn du viel Zeit in der Sonne verbringst, werden deine Haare heller. Ah, welch Weisheit. Es ist gut, das zu wissen. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist auch die Frage, die mich nicht hat schlafen lassen, jahrelang. Hey, du wirst bei der ganzen Hofarbeit sicher ganz schön stark. Ja, ich werde zum Hulk. Vielleicht wirst du irgendwann meine Stufe erreichen. Das wäre doch ein gutes Ziel, was? Warum machst du so ein Gesicht? Das ist nun mal mein Gesicht, was soll ich sagen? Ich habe nur das eine. Tut mir ja leid. Okay, die Schulzeit ist vorbei. Frage ist, wo treiben die sich rum? Gut, dann würde ich sagen, müssen wir draußen nochmal schauen. Vielleicht sind die auch am Strand. Stimmt, das könnte auch sein. Ich meine, es ist Sommer, ne? Wetter ist gut. Da können die kleinen Kinder sich auch mal gerne am Strand tummeln. Ach, guck an, da ist sie. Perfekt. Hallo, du kleiner Racker. Nein. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Ja, das freut uns doch, dass es dir gefällt. Ich soll nicht mit Fremden reden. Hallo, ich hab dir gerade... Moment. Fassen wir mal zusammen. Du sollst Geschenke von Fremden annehmen, aber nicht mit ihnen reden. Okay. Parenting, you're doing it wrong. So. Schauen wir mal, ob Lea oder Mani da sind. Anscheinend nicht. Wir können auch mal, wenn wir gerade doch sowieso hier hinten sind, könnten wir auch mal schauen. Eine weitere Edelwicke. Können wir auch mal schauen, was der Zauberer so macht. Vielleicht können wir uns bei dem ja auch mal ein bisschen beliebt machen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es was bringt, aber... Naja, schaden kann es vermutlich nicht. So, haben wir hier irgendwas, womit wir interagieren können? Hier oben, was ist das denn? Hm. Okay, können wir zumindest gerade nicht benutzen. Kommen wir hier hin, denn... Was machst du da? Dort dürfen nur Leute rein, denen ich vertraue. Oh, entschuldige bitte. Dann schnacken wir mal mit dir. Es ranken sich viele Mysterien um uns. Du musst geduldig sein, wenn du wünschst, sie alle zu entdecken. Hm. Ob man dem was schenken kann? Ob dem auch überhaupt was davon gefällt? Ich kann mir vorstellen, dass Edelsteine dem gefallen. Vielleicht auch der Leuchtring. Ich weiß es gerade nicht. Haben wir den überhaupt hier in der Liste mit drin so? Bin ich blind? Oder ja. Ach, da ist er, der Zauberer. Komm, da kriegt auch mal ein Blümelein von uns. Meinen Dank. Dieser Gegenstand hat einige interessante Eigenschaften. Ist das jetzt ein entsetzter Gesichtsausdruck oder... Ich kann es gerade irgendwie nicht ganz deuten. Aber nun gut. Ich würde sagen, weil wir unterwegs sind, hacken wir nochmal ein paar Bäume platt. Müssen ja dann nicht die eigenen sein. Ein weiterer Kiefernzapfen ist natürlich auch direkt ein nettes Mitbringsel. Oh, da sind direkt noch welche. Schön. So. Ich kann mir immer noch nicht merken, welcher Baum Ahorn ist und welcher Baum, Eichel ist.
glaube, das müsste Eichel sein. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Schauen wir mal. Hacken wir mal eben noch das Bäumchen hier klein. Keine Ahnung. Egal, der Tag neigt sich dem Ende zu und deswegen werden wir uns mal verpieseln. Aber Moment. Da hinten, war das hier? Nein, stimmt, wir mussten über das Wasser, also über die Brücke besser gesagt. Ich will noch einmal schnell schauen, ob wir da nicht wieder ein bisschen was mopsen können. Mit angebautem Zeug, wenn denn hier was da ist. Ach, guck an. Eine Gewürzbeere. Schön, schön. Noch eine. Und noch eine Edelwicke. Okay, leider nicht zum Anbauen da. Das war doch hier unten, oder? Egal, aber immerhin haben wir noch ein bisschen was gefunden. Stimmt, wir könnten eigentlich auch mal uns so einen Teil aufstellen, dass wir Marmelade machen können. Was haltet ihr denn davon? Ich glaube, die Idee fände ich gar nicht mal so schlecht. Aber heute nicht mehr, denn es ist schon spät und wir müssen in die Haier eine Runde Kissenradio hören. Praktischerweise ist unser Hof Gott sei Dank schon direkt hier oben. So, da sieht man direkt unsere... Nein, das war nicht unsere Route, verdammt. Hier ist unsere Route. Schnell einmal durchs Dickicht gekämpft. Und schon sind wir da. Schwing. Haben wir eigentlich irgendwas Gescheites, was wir verkaufen könnten? Nee, gerade nicht. Ja, wir könnten hiervon was verkaufen, aber... Ich weiß gerade nicht, ob wir davon noch was brauchen. Nee, stimmt. Den Sammelquatsch habe ich schon gemacht, aber... Schauen wir ganz kurz. Haben wir zufällig das Material da? Nein, natürlich nicht. Okay, gut. Dann, also nicht gut, sondern ist so... Dann, ihr Lieben, würde ich sagen, mache ich an der Stelle erstmal meinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch und unserem kleinen Racker hier eine gute Nacht. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssikowski!